Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. In der Beta und auch jetzt schon habe ich gegen den Weltenboss Ashava gekämpft. Und jetzt endlich habe ich mal einen gefunden. Ich bin jetzt beim dritten Tag, habe ich einen Weltenboss gefunden, den ich noch nicht kenne. Und zwar Wandelnder Tod. Ist natürlich auch wieder Spoiler. Heute ist erst Release. Wenn ihr das noch nicht sehen wollt, dann speichere ich euch das Video für später ab. Ich habe mir aber gedacht, es ist für euch vielleicht auch ganz spannend, weil ich kannte bisher auch nur Ashava und ich wollte den Boss hier auf jeden Fall einmal aufnehmen und für die Nachwelt konservieren. Jetzt bin ich richtig gespannt, was kommt. Wandelnder Tod, der belebte Tod. Okay. Ich spiele übrigens einen Barbaren und ich bin mal gespannt, wie schwer der jetzt ist. Also Ashava war bisher nicht so schwer. Ich spiele auf Weltstufe 3. Level 59. Schauen wir mal, wie lang der braucht. Ich glaube aber, das soll man eigentlich easy schnell hinbekommen. Morgen wird es ein. Ich überlege gerade, ob es zu laut sein müsste eigentlich gehen. Morgen wird es ein Tipps und Tricks Video geben für die Anfänger unter euch, die das Spiel seit heute haben. Da habe ich mir schon ein paar Sachen rausgesucht, die sehr wahrscheinlich sehr interessant für euch sind. Wie zum Beispiel als kleiner Teaser. Wo soll ich teasern? Ja doch, als kleiner Teaser. Es macht rein rechnerisch keinen Sinn, Weltstufe 2 zu spielen, wenn man das erste Mal das Game durchspielt. Wenn ihr da wissen wollt, wieso, Kanal abonnieren und dann morgen einschalten. Ja, also der one-hittet mich hier nicht. Sieht ganz cool aus. Ne? Auf jeden Fall gefällt er mir sehr viel besser als Ashava. Ashava mit Gift und dass der immer so rumspringt, das nervt mich immer extrem. Oh, das war guter Schaden. Paragon-Stufen werde ich auf jeden Fall auch demnächst mal zeigen. Ich habe das erste Blatt schon voll. Ich muss immer aufpassen, was gespoilert ist und was nicht, was ich hier erzähle, weil ich will nicht zu viel spoilern. Story wird natürlich überhaupt gar nicht gespoilert hier, keine Sorge. Aber da versuche ich immer so vorsichtig wie möglich zu sein. Vor allen Dingen, wenn das Spiel gerade erst released wurde. Und, oh, ich könnte hier mal jemanden wiederbeleben, ne? Machen wir mal. Okay, die ist dann abgehauen. Ja, Barbar ist extrem tanky. Also, ich habe eigentlich fast nie Probleme damit, irgendwie drauf zu gehen. Ich halte eigentlich immer alles aus. Aber muss auch sagen, ich habe extrem auf Widerstände geachtet und so. Mein Gear ist schon extrem gut. Also ich habe mich da schon sehr mit befasst. Wenn ich dran denke, kann ich das nach dem Kampf mal eben zeigen. Mein Gear, habe alles auf Max-Level gemacht. Und bin gerade selber im Stream dabei, die ganzen Paragon-Stufen der Welten einzusammeln. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich bin aktuell jeden Tag live, habe mir extra sogar Urlaub genommen, um das Game hier zu zocken. Wenn ihr da mal dabei sein wollt oder irgendwelche Fragen habt, dann gerne mal im Stream vorbeischauen, würde ich mich freuen. Und ja, wir haben jetzt schon über die Hälfte. Ich hoffe so sehr, dass ich viele Prismasteine bekomme. Auch ein kleiner Tipp schon mal fürs Tipps und Tricks Video, kleiner Sneak Peek. Die Prismasteine, womit man die Sockel auf Waffen machen kann. Die kriegt man nur von Weltenbossen. Deswegen immer wichtig, diese zu machen. Und tatsächlich nur von. Oh mein Gott, was macht der denn jetzt? Und tatsächlich nur von Weltenbossen. Also die normalen Weltenereignisse mit Legionen, die. Das, egal was er da macht, das macht mir auf jeden Fall gar keinen Schaden. Die normalen Weltenereignisse mit den Legionen, die geben leider keine Prismasteine. Finde ich schade, weil. Das ist erst mein dritter Weltenboss und ich spiele seit dem zweiten, also schon seit 4 Tagen jetzt, quasi ununterbrochen. Das ist also schon etwas seltener. Kommt nur alle paar Stunden und auch random. Aber ja, mehr dazu auf jeden Fall im Tipps und Tricks Video. Das würde jetzt hier ein bisschen zu viel spoilern. Gleich ist er down. Bisschen noch. Auch in der Beta hatte ich das Gefühl, dass Ashava auf jeden Fall sehr viel schwerer war als jetzt im Actual Game. Ich kann mir vorstellen, dass die in der Balance Change die ein bisschen geschwächt haben. Weil die in der Beta waren die schon sehr schwierig.
So, jetzt down. Drück die Daumen, dass was Gutes bei rumkommt. Ich brauche auf jeden Fall viele Prismasteine. Ich habe nicht gesehen, wie viele ich bekommen habe. Habe ich überhaupt welche bekommen? Das können wir immer ganz kurz gucken. Das kann ich auch mal kurz mal zeigen. Wenn ihr auf Start geht und dann auf Charakter, dann L3, ich rede natürlich nur von der PlayStation, dann R2 und dann seht ihr hier zerstreutes Prisma. Ich habe nur einen bekommen. Ich hatte schon einen, habe nur einen bekommen. Mist. Egal, einer ist besser als keiner. Was habe ich da? Flüstern zum Schweigen. Weltenboss. Hm, schön. Oh, das könnte vielleicht gespoilert sein. Das habt ihr nicht gesehen. Ich versuche das zu blurren. Und ja, das war der wandelnde Tod. Fand ich mal ganz spannend zu sehen, was es noch gibt. Neben Ashar, wenn euch das ganz gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ich würde mich selber im Follow freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.